Ulrich Kuhn auf dem Weg zur Arbeit. Seit September 2009 ist der gebürtige Schwabe Intendant am Deutschen Theater in Berlin. Damit trägt Ulrich Kuhn eine große Verantwortung. Als Intendant ist es seine Aufgabe, ein künstlerisches Gesamtkonzept für das Theater zu erstellen. Man muss 300 Mitarbeitern eine Idee davon geben, was sie warum machen. Mit welchem Spielplan, welchen Schauspielern, welchen Regisseuren, welchen Projekten man welches Publikum in welcher Stadt erreichen will. Und das alles müssen Sie ja strukturieren. Also muss einer da sein, der nicht alles selber macht, aber der für die Struktur und die Verbindung der Idee zur Realisierung sorgt. Das tägliche Ritual. Ulrich Kuhn bespricht mit seiner persönlichen Referentin bevorstehende Termine. Dann hat Frank sich gemeldet. Aha. Der fragte jetzt wegen Freitag nach einem Termin, aber wir kriegen da nichts unter. Der Intendant ist ein gefragter Mann. Oft jagt ein Termin den nächsten. Ulrich Kuhn ist stets darum bemüht, für jeden seiner vielen Mitarbeiter ein offenes Ohr zu haben. Grundsätzlich möchte ich, dass jeder Mitarbeiter den Eindruck hat, er kann mich auch ansprechen und er kriegt eine Antwort. Die kann ja nicht immer Ja sein, die ist oft auch Nein, aber wenn sie Nein ist, dann wird es begründet. Wenn also jemand Wünsche hat oder Probleme hat, dann muss er wissen, dass ich die ernst nehme. Doch auf die Interessen aller Mitarbeiter einzugehen, das kostet Zeit. Ein Intendant muss deshalb sehr stressresistent sein. Lange Arbeitstage sind für Ulrich Kuhn nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Theaterarbeit ist schon Verausgabung. Also ich arbeite nicht mit irgendwelchen Reserven, dass ich sage, eigentlich wollen wir uns nur hier wohlfühlen und eigentlich braucht man immer noch viel Luft, wo man sich entspannt und dann ist man besonders gut. Sondern ich finde, die Überforderung in einer gewissen Grenze ist eigentlich ein künstlerisches Prinzip. Heute steht für den Intendanten als erstes eine Dramaturgiesitzung auf dem Terminplan. Als künstlerischer Leiter des Theaters überlegt er mit seinen Dramaturgen, welche Stücke in der kommenden Spielzeit abgesetzt und welche neu ins Repertoire aufgenommen werden sollen. Oft dauert es Monate, bis ein neuer Spielplan vollständig konzipiert ist. Das zieht sich deswegen über Monate hin, weil man manchmal ein Stück hat, was ideal wäre für Berlin. Und dann stellt man aber fest, man findet keinen Regisseur, für den, dem das Stück liegt oder der das Stück mag. Und zweitens muss man auch immer mehrere Stücke parallel denken. Es müssen ja, wir haben 40 Schauspieler, das ist sehr viel. Aber gleichzeitig, wenn man auch will, dass alle spielen und gut vorkommen, ist das auch eine Balanciererei, wie man die aneinander vorbeibringt. Bevor ein Intendant über Theaterstücke und deren Besetzung diskutieren kann, muss er sie natürlich erst einmal genau kennen. Wer also keine Leseratte ist, hat auf dem Chefsessel eines Theaters nichts verloren. Auch Ulrich Kuhn liest fast täglich ein Theaterstück. Getrieben von der Hoffnung, junge Talente zu entdecken, widmet er sich dabei vor allem Texten aus dem Bereich der neuen Dramatik. Es macht halt immer Spaß, wenn man nach 10 Seiten denkt, ah, ich hab was, so goldgräbermäßig, da glitzert was. Und wenn man eigentlich denkt, der Autor ist gut oder ist wichtig und nach 10 Seiten ist man enttäuscht und dann merkt man, man wird immer enttäuschter, dann denkt man wieder, ach, wie vermittelt man das? Also es ist ja auch dann eine unerfreuliche Situation, dem Autor zu sagen, ich finde es aber nicht gut oder was hast du denn da geschrieben? Und insofern gibt es die ganze Palette der Gefühle ununterbrochen. Neu auf den Spielplan des Deutschen Theaters hat Ulrich Kuhn zum Beispiel das Stück Aufhören, Schluss jetzt, lauter gesetzt. Hinter der Inszenierung von Regisseur Nicolas Stehmann verbirgt sich kein klassisches Schauspiel, sondern ein Liederabend. Auf Wiedersehen und tschüss. Wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben dich.
wenigen Tagen ist die Premiere. Von der ersten Idee bis zur Uraufführung ist der Intendant an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt. Bei der Umsetzung muss er sich jedoch voll und ganz auf seine Mitarbeiter verlassen. Also ich bin nicht der Zampano, der quasi hier und da und alles so hinkriegt, sondern es kommt auf die Künstler an. Und insofern brauche ich die Schauspieler, ich brauche die Regisseure, ich brauche eigentlich alles. Ich kann auch kein Bühnenbild aufbauen, ich kann es nicht mal leuchten. Ich habe so eine Kompetenz, die von allem irgendwie sicher etwas hat, aber allein quasi wie so ein kleines Kind nicht laufen könnte. Ne? Und das darf man nicht negativ als Abhängigkeit empfinden, sondern eigentlich auch als Chance zu sagen, es ist die Gruppe, die da so eine Stärke hat. Obwohl er Chef des Theaterbetriebes ist, verhält Ulrich Kuhn sich stets wie ein Teamplayer. Oft vergleicht der Intendant sich mit einem Fußballtrainer, der nur dann Erfolg hat, wenn auch seine Mannschaft gut spielt. Man schwärmt ja immer von Barcelona. Und wenn Sie die aber diese Mannschaft spielen sehen, also wie blind die eingespielt sind und keiner will auch allein im Zentrum stehen und trotzdem sind sie alle brillant. Das ist so der Wunsch, den man hat, dass man sagt, man vertraut darauf, wenn die Gruppe gut ist, komme ich innerhalb der Gruppe auch selber zum Strahlen. Das sind ja lange Wege, bis man so ein Vertrauen hat. Damit der Intendant bei den Premieren keine bösen Überraschungen erlebt, betreut er die unterschiedlichen Inszenierungen im Vorfeld intensiv. Heute besucht Ulrich Kuhn zum Beispiel den Regisseur David Bösch auf einer Probebühne des Deutschen Theaters. Vor wenigen Tagen haben hier die Leseproben für ein Zwei-Personen-Stück begonnen. Der Regisseur schildert dem Intendanten seine ersten Eindrücke. Und wie ging's los? Ganz gut eigentlich. Also ganz gut. Also die beiden passen irgendwie ganz, ganz gut zusammen. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir über die Konstellation so lange nachgedacht haben. Yeah. Ne? Ja, finde ich auch. Ich werde ja auch oft gefragt, ob ich in Inszenierungen eingreife und wie ich denn das Ganze steuere. Ich neige eher dazu, am Anfang die Dinge richtig machen zu wollen. Also das heißt, lange hinzugucken, bis ich mich für jemanden entscheide. Dann führe ich einen intensiven Dialog mit ihm. Der muss sich begleitet fühlen, aber nicht kommandiert. Also man hat schon viele, viele, viele Kontakte, aber es sind keine Diktate oder es sind keine brachialen Eingriffe. Ich leite ein Theater eher über Zuhören und Reden. Zurück am Theater hat Ulrich Kuhn gleich den nächsten Termin. Der Intendant informiert Schauspieler Helmut Mooshammer über dessen nächste Rolle. Der Schauspieler soll bald in dem Stück Kleinbürger von Maxim Gorki die Vaterfigur verkörpern. Es geht um den Vater. Ich weiß nicht, hast du... Alt, krank, sich? Nö, eher so eine kalte oder kräftige Figur, die auch so eine zerstörerische Energie hat. Ja. Bei Gesprächen wie diesen ist Sensibilität gefragt. Denn manchmal muss der Intendant seinen Schauspielern auch mitteilen, dass sie nur kleine Rollen spielen werden. Warum spiele ich welche Rolle oder warum spiele ich gerade nichts, ist immer schwer zu beschreiben. Aber das ist schon dann auch meine Aufgabe, das schlussendlich zu sagen. Ich habe auch schon ein paar Mal sagen müssen, jetzt habe ich dir die Rolle gerade gesagt, du spielst sie und jetzt gibt es das und das Problem, jetzt spielst du sie doch nicht. Das ist natürlich blöd. Für mich blöd und für den Kollegen. Das muss die absolute Ausnahme sein. Aber ich glaube, dass meine Ensembles im Großen und Ganzen immer den Eindruck haben oder hatten, dass es mir wichtig ist. Also quasi, wie es ihnen geht. Aber das ist nichts Selbstbezügliches, sondern weil ich glaube, der sich in der Rolle wohlfühlt und der sich entdeckt fühlt, der ist auch besser. Eine klassische Ausbildung zum Intendanten gibt es nicht. Allerdings bietet die Universität Zürich einen Weiterbildungsstudiengang zum Executive Master of Art Administration an. Unabdingbar ist eine langjährige Erfahrung an einem Theaterbetrieb. Oft werden Regisseure oder Dramaturgen zum Intendanten berufen. Wer diesen Beruf anstrebt, muss aber nicht nur künstlerische Begabung,
sondern auch Managementkompetenz besitzen. Außerdem muss ein Intendant bei der Personalführung ein gutes Gespür beweisen und seine Entscheidungen überzeugend vertreten können. Das ist übrigens auch ganz wichtig als Intendant. Man kann sich, wenn eine Entscheidung gefallen ist, der man zustimmt oder die man selber gefällt hat, dann nicht verstecken hinter Prozessen oder hinter der flachen Hierarchie, die man etabliert hat, sondern man ist dann derjenige, der es durchziehen muss. Ich kann auch nicht zur eigenen Technik sagen, ja, ich wollte es eigentlich auch nicht. Dann darf der Intendant. Ne? Der Begriff Intendant stammt aus dem Französischen. Intendant bedeutet wörtlich übersetzt Aufseher oder Verwalter. Während des Absolutismus war der Intendant dafür zuständig, die Steuern für den König einzutreiben. Auch heute ist es eine Hauptaufgabe des Intendanten, sich mit Finanz- und Verwaltungsfragen zu beschäftigen. Egal ob Personalkosten oder das Budget für technische Anschaffungen. Ulrich Kuhn muss die laufenden Kosten stets im Blick haben. Nur so kann er kompetent beurteilen, ob sich seine künstlerischen Ideen auch finanziell verwirklichen lassen. Ich habe auch, als ich Intendant wurde, sehr früh kapiert, dass es nicht angehen kann, dass irgendjemand ist nur für Geld zuständig und der andere nur für die Kunst. Ich glaube auch, dass die Öffentlichkeit ein größeres Vertrauen hat, wenn sie denkt, der hat beides im Blick. Und er kann beides. Der hat vielleicht mehr Spaß an der Kunst, aber er weiß, dass die Kunst ohne ein verantwortliches Umgehen mit Geld gar nicht möglich ist. Neben wirtschaftlichem Know-how braucht ein Intendant außerdem eine gute Auffassungsgabe für technische Vorgänge. Andreas Kriegenburg, Hausregisseur des Deutschen Theaters, möchte bei seiner nächsten Inszenierung einen überdimensionalen Holzkasten als Bühnenbild verwenden. Bei der Bauprobe überprüft der Intendant gemeinsam mit dem technischen Personal, ob sich diese Idee problemlos realisieren lässt. Grundsätzlich fühle ich mich natürlich schon als jemand, der auch da zusammen mit der technischen Direktion Dinge ermöglicht und nicht eher verhindert. Und ich glaube schon, dass manchmal auch die Mitarbeiter bei mir von der Tendenz her eher denken, ach, man könnte jetzt ein bisschen strenger sein oder so. Also ich lasse mich schon auch sehr anzünden durch die Lust an den Projekten und so. Ich mache das einfach gern. Doch Ulrich Kuhn interessiert sich nicht nur für die großen künstlerischen Fragen. Er will auch über kleine Details genau Bescheid wissen. Deshalb besichtigt der Intendant gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Proberäume, die in den vergangenen Monaten im Dachgeschoss des Deutschen Theaters neu gebaut worden sind. Ein Intendant muss ja alles interessieren, was in so einem Haus vor sich geht. Eigentlich gibt es keine Frage, aus der ich mich völlig ausklinke, weil jede Lösung hat Konsequenzen für die Qualität der Arbeit. Und je mehr ich mich darum kümmere, desto kompetenter kann ich mitreden. Es ist ja schrecklich, wenn ein Chef im Grunde immer nur dazwischen funkt, ohne dass er eine Kompetenz mitbringt. Also das heißt, er muss sich vorher informiert haben und zwischendrin und am Schluss natürlich auch. Weil dann kann man auch zu denen, die da verantwortlich gearbeitet haben, sagen, danke, habt ihr gut hingekriegt. Der Beruf des Intendanten ist sehr facettenreich. Mal übernimmt Ulrich Kuhn die Rolle des Künstlers, mal die des Managers. Stets hat er als Leiter des Theaters das letzte Wort. Doch von Autoritätsgehabe hält Ulrich Kuhn nichts. Er ist als Intendant vor allem deshalb so erfolgreich, weil er sich stets um Fairness bemüht.